Sternen. Er gilt als zukunftsbezogener Künstler der Jahrhundertwende, so Andrea Pagni, Prophet der Innerlichkeit und einer neuen Sensibilität, so Reinhold Grimm. Heute möchte ich aber einen bedeutenden sprachlichen Aspekt von seinem Werk unter die Lupe nehmen, und zwar Ikonizität. Zuerst möchte ich kurz und bündig den Begriff der Ikonizität fassen, dann behandeln wir Ansätze zur Typologie der Ikonizität poetischen Texte, und anschließend sollen kognitive Ikonizitätsarten in Rilkes Lyrik behandelt werden, und zwar nominale, attributive, aktionale und gestaltartige Ikonizität. Also zur ersten Frage. Ikonizität ist eine Eigenschaft des Zeichens, die in einer Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und seinem Referenzobjekt darstellt. Sie liegt vor, wenn das Zeichen Eigenschaften des ausgedrückten Sachverhalts nicht konventionell, sondern abbildhaft widerspiegelt. Sie zeugen davon, dass es Frühling ist, aus der Tatsache, dass die Familie zur Kirche geht, ist zu schließen, dass hier Sonntagsmorgen dargestellt ist. Diese Zeichen sind also Indexe. Symbole sind die verbalen Zeichen, die den Bildtitel bilden. Und das Bild selbst ist ein ikonisches Zeichen, ein Ikon. Ikonische Zeichen oder Ikone sind solche Zeichen, die Aspekte des realen Objektes abbildhaft imitieren und dadurch eine Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeit von Merkmalen aufweisen. Und von kognitiven Standpunkt aus ist ein Ikon Gleichstellung nicht vom Zeichen und Objekt schlechthin, sondern von Zeichen und seiner mentalen Repräsentation, das heißt eines Konzeptes, das im Bewusstsein des Rezipienten aktiviert wird. Uns interessieren in erster Linie verbale, sprachliche Zeichen, Laute, Wörter, Wortverbindungen, syntaktische Strukturen, Sätze und Texte. Sie sind aufgrund ihrer Konventionalität symbolische Zeichen. Aber wenn verbale Zeichen ihren semantischen Inhalt abbildhaft zu widerspiegeln scheinen, kann man davon sprechen, dass sie nicht nur symbolisch, sondern auch ikonisch sind. Das kommt meistens in poetischen Texten vor. Betrachten wir als Beispiel die Endzeilen des Rilkeschen Gedichtes Tenno. Rilke beschreibt das Dorf Tenno im Gebirge. Es wäre, als ob der Dichter das Dorf von oben betrachte. Darum erscheint es als sehr klein und unerheblich, sodass er hierher nie wieder zurückkehren will. Der Weg ist schlecht, der Weg ist schmal, im kleinen Dorf ist kleine Wahl und kleines Glück und kleine Qual, drum läuten sie so fern im Tal, einmal, einmal, einmal. Hier gibt es einige Repetitionen, parallele syntaktische Strukturen mit der Schriftalliteration und lexikalische Repetition klein und einmal. Sie alle erfüllen eine expressive Funktion, aber das dreimal wiederholte Wort einmal hat noch eine Funktion im Gegensatz zu den anderen Repetitionen, und zwar eine ikonische. Die Wiederholung einmal, einmal, einmal imitiert das kirchliche Läuten. Damit hört der Leser oder Hörer des Textes das Läuten mehr oder weniger deutlich. Die Repetition einmal ist also zugleich ein symbolisches und ein ikonisches Zeichen. Mit einer Linie unterzeichne ich in Belegen, dass du behandelst die ikonisch-symbolische Sprachmittel
und fett markiere ich das Wort, das imitierte Konzept verbalisiert. Im lyrischen Text entsteht Ikonizität als Resultat einer symbolisch-ikonischen Sinnbildung, Semiosis oder Semiose, das heißt einer Zusammenwirkung von einer symbolischen und einer ikonischen Sinnbildung durch Sprachzeichen, die somit eine Symbiose von Symbolen und Ikonen darstellen. Es gibt einige Typologien der Ikonizität poetischer Texte. Als Kriterien fungieren Imitation, Sprachzeichen und Textdimension. Nach der Art der Imitation unterscheidet Pierce schematische, bildliche und metaphorische Ikonizität. Die Zeile einmal, einmal, einmal veranschaulicht schematische oder strukturelle Ikonizität. Hier erfolgt eine Gleichstellung von Zeichen und Objekt nach der Struktur. Im Falle der bildlichen Ikonizität imitiert das Zeichen wahrnehmbare physische Eigenschaften eines Objektes. Zum Beispiel imitiert die H-Alliteration in der Zeile Hörst du, Geliebte, ich hebe die Hände, das Geräusch der Händehebung. Die metaphorische Ikonizität entsteht im Falle der Metapher, wenn das verbale Zeichen selbst nichts imitiert, sondern es drückt als symbolisches Zeichen eine parallele Imitation eines Objektes durch ein anderes Objekt. Die metaphorische Ikonizität wird meistens außer Acht gelassen, weil Sprachzeichen hier nicht Ikone sind, sie bleiben symbolisch. In Betracht werden die ersten zwei Arten, bildliche und schematische Ikonizität, gezogen, weil hier es eben um ikonische Zeichen geht. Das soll hier ein Schema sein, es ist nicht zu sehen. Also die Ikonizität wird nach der Ebene von Sprachzeichen im Sprachsystem typologisiert. Man unterscheidet hier solche Arten wie phonische, lexikalische und syntaktische Ikonizität. Zur phonischen Ikonizität gehören Lautmalerei, Alliteration, Reim, Metrik, Versgliederung, Verslänge und andere. Lexikalische Ikonizität umfasst Onomatopoetika, Wortrepetition, Interjektionen und andere Mittel. Syntaktische Ikonizität umfasst Enjambement, Repetition, Satzrepetition, Parallelismus und anderes mehr. Abhängig davon, in welcher Dimension des Textes die Ikonizität entsteht, spricht man von der globalen, lokalen und lokalisierten Ikonizität. Die Ikonizität kann man auch nach der Art des Konzeptes, das im Bewusstsein des Textrezipienten aktiviert wird, typologisiert werden. In der kognitiven Linguistik werden die Konzepte nach der Art der Verbalisierung in nominale und ostensive, die letzteren in attributive, aktionale und gestaltartige unterteilt. Dementsprechend unterscheide ich vier konzeptuelle Ikonizitätsarten: nominale, attributive, aktionale und gestaltartige Ikonizität. Betrachten wir diese Ikonizitätsarten anhand von Belegen aus Rilkes Lyrik. Nominale Ikonizität sieht Aktivierung eines nominalen Konzeptes im Bewusstsein des Textrezipienten vor. Im Laufe der symbolisch-ikonischen Sinnbildung repräsentiert das sprachliche Zeichen ein Wesen, einen Gegenstand bzw. eine Erscheinung. Es geht im Gedicht Der Panther geht es um einen gefangenen Panther und dessen Existenz in einem Käfig. Die erste Strophe des Gedichtes beschreibt den ermüdeten Blick des Tieres. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Hier gibt es die dreimalige Wiederholung vom Wort Stäbe
und zugleich den inneren Reimstäbe gebe sowie eine Ä-Assonanz. Durch die Repetition Stäbe wird die Form eines Käfigs ikonisch abbildhaft ausgedrückt. Das wiederholte Wort Stäbe malt quasi die Gitterstäbe, die das Tier umschließen. Hinter diesen Stäben kann es nichts mehr wahrnehmen. Seine Welt besteht nur aus dem Käfig. Attributive Ikonizität entsteht im Laufe der symbolisch-ikonischen Sinnbildung, wenn ein attributives Konzept im Bewusstsein des Textrezipienten durch Sprachzeichen aktiviert wird. Das Zeichen repräsentiert eine Eigenschaft des Referenzobjektes, so dass das jeweilige Konzept samt dem referenziellen Konzept aktiviert wird. Der folgende Textauszug veranschaulicht diese Art. Wir gingen im Park, du sprachst vom Glück und küsstest die Lippen mir lange, und ich gab dir fiebernde Küsse zurück auf die Stirne, den Mund und die Wangen. Also die ikonische, als ikonische Zeichen fungiert die Repetition des Morphems Küss und der Konjunktion und sowie die Aufzählung. Dadurch wird die Länge und Reihenfolge der Küsse ikonisch dargestellt. Die Aufzählung gilt als ein wirksames Mittel der ikonischen Darstellung, wenn die chronologische Reihenfolge von Handlungen mit der Reihenfolge der Äußerung von den jeweiligen Wörtern übereinstimmt. Dieses Prinzip wird oft mit dem Ausruf von Julius Caesar illustriert: Veni, vidi, vici. Aktionale Ikonizität kommt zustande, wenn im Bewusstsein des Rezipienten im Laufe der symbolisch-ikonischen Sinnbildung ein aktionales Konzept aktiviert wird. Das heißt, eine mentale Einheit, die eine Handlung, durative, vollendete oder wiederholte, widerspiegelt. Ein Beispiel wäre der erste Teil des berühmten, von mir schon erwähnten Gedichtes Rilkes, die Stille. Hörst du, Geliebte, ich hebe die Hände, hörst du, es rauscht, welche Gebärde der einsamen Wände sich nicht von vielen Dingen belauscht. Hörst du, Geliebte, ich schließe die Lieder, und auch das ist Geräusch bis zu dir. Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder, aber warum bist du nicht hier? Hier gibt es drei ikonische Sprachmittel: der Onomatopoetismus Rauschen, die H-Alliteration und die syntaktische Repetition Hörst du, Geliebte. Ikonizität von Onomatopoetika oder schallnachahmenden Wörtern wird als ein Spezialfall von Motivation betrachtet. Die Bedeutung ist durch die Ähnlichkeitsverhältnis zwischen dem Wortklang und dem realen Schall motiviert. Das Wort Rauschen ist ikonisch in dem Sinne, dass es ein Geräusch zugleich nennt und imitiert. In diesem Textauszug ist es durch die H-Alliteration unterstützt. Auf solche Weise macht der Dichter auf gesteigerte Hörfähigkeit in der Stille aufmerksam. Die Geliebte wird fast wie in einem Gebet mittels Gesten angesprochen. Der anaphorische Versanfang Hörst du, Geliebte, wirkt wie ein Mantra, das die Gegenwart der Adressatin heraufbeschwören soll. Die erörterten Beispiele präsentieren Ikonizität in der lokalen und in der lokalisierten Dimension. Ikonizität in der Lyrik Rilkes kommt auch in der globalen Textdimension vor, wie im Gedicht Herbst. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmel ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh die andere an, es ist in allen, und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
Das Wort fallen wird im Laufe des ganzen Textes wiederholt, sodass im Bewusstsein des Rezipienten ein Bild vom Fallen der Blätter entsteht. Somit wird eine wiederholte Handlung des Laubfalls imitiert. Gestaltartige Ikonizität entsteht als Resultat der Herausbildung im Laufe der symbolisch-ikonischen Sinnbildung im Bewusstsein des Textrezipienten einer Gestalt. Das Letztere wird als ein konzeptuelles System verstanden, das verschiedene Konzeptarten vereinigt. Gestaltartige Ikonizität kommt meistens in der globalen Textdimension vor. Ein Beispiel wäre Rilkes Gedicht Das Karussell. Ich würde das Gedicht nicht vorlesen im Hinblick auf die mangelnde Zeit. Und ich sage noch ein paar Worte dazu. Die Gestalt des Karussells entsteht im Bewusstsein des Rezipienten dank einer breiten Palette von Sprachmitteln. Das sind Aufzählungen, Alliterationen, Anapher, deiktische Zeichen her und hin, Wortpaare, Repetitionen. Dadurch werden Dynamik, schnelle Veränderlichkeit, Zersplitterung des Bildes, Flimmern von Fragmenten imitiert. Und als das ikonische Hauptmittel ist hier natürlich die Symbloke und dann und wann ein weißer Elefant. Die dreimalige Wiederholung dieser Zeile stellt auf ikonische Weise das Prinzip des Karussells dar, die Kreislaufbewegung. Das lyrische Ich als Beobachter sieht immer wieder einen und denselben weißen Elefanten, der sich nach der Umdrehung in den gleichen Zeitpunkt, in den gleichen Punkt natürlich zurückkehrt. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Wo ist mein Verader hier? Ikonizität ist eine Zusammenwirkung von symbolischer und ikonischer Sinnbildung im Text durch Sprachzeichen von verschiedenen Ebenen des Sprachsystems, die somit eine Symbiose von Symbolen und Ikonen darstellen. Ikonizität kommt sehr markant in lyrischen Texten Rilkes zum Ausdruck. Die Texte zeigen vier konzeptuelle Ikonizitätsarten: nominale, attributive, aktionale und gestaltartige. Von weiterem Interesse soll Analyse von ikonischem Potenzial verschiedener Sprachmittel in lyrischen Texten von Rilke und anderen Autoren sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielleicht gibt es Fragen. Ja. Bitte. Ich hätte eine kurze Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit befasst haben. Und zwar, also es gibt die Übersetzungen von Rilke ins Ukrainische, eigentlich zahlreiche. Ist eigentlich diese Ikonizität ein Übersetzungsproblem? Natürlich. Wenn es um Repetitionen geht, dann ist es kein Problem natürlich. Aber Onomatopoetika, die können natürlich ein Problem darstellen, weil bestimmte Wörter, schallnachahmende Wörter in beiden Sprachen nicht übereinstimmen können. Das ist wirklich zu vergleichen. Naja, ich kann jetzt das nicht veranschaulichen, weil ich keine Beispiele mit habe. Normalerweise werden unsere Dichter, Übersetzer solche Mittel, die sind übersetzbar eigentlich, soviel ich weiß. Gibt es noch Fragen? Ich sehe vorläufig keine Hände. Darf ich selber eine Frage anschließen? Ich meine, man denkt ja bei Ikonizitätsrelation an eine optische Relation zunächst. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, zeigen aber auch, dass es hier sehr viele akustische Äquivalenzen gibt. Es gibt verschiedene Unterarten, sagen wir so, auch nach diesem Kriterium. Also ob es akustische oder visuelle Effekte abbildhaft dargestellt werden können, ist schon eine andere Frage,
Aber beides ist möglich. Hauptsache, dass es wirklich, dass das Subjekt imitiert wird. Ob es ein Schall oder eine Form, eine Struktur des Objektes oder etwas anderes ist, also Imitation ist hier groß geschrieben sozusagen. Imitation ist in erster Linie wichtig. Und was imitiert wird, das ist schon eine andere Frage. Entweder ein Schall oder eine Form des Objektes. Onomatopoetiker imitieren natürlich einen Schall. Repetitionen imitieren eigentlich die wiederholte Handlung, wie Sie gesehen haben. Ein Enjambement kann zum Beispiel eine vollendete Handlung imitieren. Oder, also das kommt, es kommt darauf an, welche Sprachmittel wir dann betrachten. Also die sprachlichen Mittel haben verschiedene Möglichkeiten zum Ausdruck der Ikonizität, ikonisch zu sein. So. Also, ich habe schon gesagt, es wäre interessant, dann zu forschen, welche Sprachmittel welche Eigenschaften, ikonische Eigenschaften haben. Darf ich noch kurz nachfragen? Ja. Ist das Beredte konstant im Werk oder könnte es, Sie haben ja vorhin ein Beispiel aus dem Frühwerk gebracht, man könnte nun meinen, im Buch der Bilder, Dinggedichte, da ist das häufiger und vielleicht in den Sonetten am Aufweis weniger häufiger, da ist das. Ja, ein Beispiel von Enjambement, aber Enjambement kommt eigentlich aus den Sonetten für Orpheus vor. Habe ich das von diesem Sonett, vom ersten Sonett habe ich dieses Beispiel. Ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die dem Werk Rilkes im Großen und Ganzen eigen ist. Also ich kann nicht genau sagen, ob es wirklich im ersten Teil seines Schaffens die Ikonizität vorliegt oder nicht. Es muss auch erforscht werden. Aber es gibt Beispiele sowohl in der ersten Periode seines Schaffens als auch in der zweiten Periode. Also die erste Periode kennzeichnet Romantik natürlich und die zweite Periode gehört zur literarischen Moderne. Vielleicht gibt es dort sogar mehr solche Mittel. Das ist ein schönes Thema für eine Dissertation. Eigentlich. Ja, wunderbar. Ich Dankeschön. Darf noch einmal danken für den Vortrag. Ja. Ich danke Ihnen. Nicht wir beide haben uns an den Anfang der Referentenliste gesetzt und sind sehr unbescheiden gewesen, das haben die Veranstalter gemacht. Ja. Dann haben wir den zweiten Vortrag von Herrn Professor Alois Woldan, ukrainische Themen im Werk von Rudolf von Gottschalk. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, viele von Ihnen kennen den Gottschalk nicht mehr, und das ist auch völlig richtig so. Er wurde ein Opfer des Vergessens. Im 19. Jahrhundert ein viel gespielter Autor, ein schönes Beispiel für die Launenhaftigkeit der Literaturgeschichte. Da sehen Sie ihn in voller Schönheit. Er war unheimlich produktiv als Dichter, als Erzähler, als Dramatiker, als Literaturhistoriker. Er hat sogar ein Buch geschrieben zur Theorie des Dramas, als Herausgeber von Zeitschriften. Ein Ostpreuße, aufgrund seiner jugendlichen Sturm- und Drangzeit musste er die Universitäten mehrfach wechseln, bis dass er doch in Berlin zum Doktor der Rechte promoviert wurde.
war dann Dramaturg am Theater in Königsberg und Breslau, Herausgeber von Zeitschriften, ein guter Schachspieler. Zentrale Bedeutung, das Jahr 1848 in seiner Biografie, vor dem Völkerfrühling ein begeisterter Vertreter der jungen Bewegung, der Freiheit der Völker und so weiter, nachher immer mehr distanziert, ins konservative Lager gerückt, schließlich auch vom preußischen König in den Adelsstand versetzt. Einige wenige Titel, aus denen Sie auch ein bisschen die Evolution nicht nur der Weltanschauung dieses Autors ablesen können. Ich habe hier zwei fett markiert, das sind die beiden Texte, in denen Gottschall explizit auf ukrainische Stoffe zu sprechen kommt. Übrigens, der mittlere Block dieser epischen Gedichte, die sich in den neuen Gedichten findet, ist slawischer Provenienz. Hinter der Rose vom Kaukasus versteckt sich eine Paraphrase von Puschkins Bachtschissereiski Fontan, nicht wahr? Und Sebastopol ist ganz klar, das hängt zusammen mit der letzten Phase des Krimkriegs. Gonter, das ist der Heidemarkenaufstand von 1768, und Mazeppa, sein Scheitern 1709 in der Schlacht von Poltawa, ist ihnen auch allen ein Begriff. Ja, zum Poem Gonter, ukrainisch Gonter. Schon die Namensform mit G lässt natürlich auf gewisse Methoden, auf gewisse Quellen der Vermittlung schließen, nicht wahr? Sie wissen, eine historische Persönlichkeit, die in der slawischen Literatur eine bedeutende Karriere gemacht hat, allen voran der Schewtschenko. Hier kurz die Story dieses Poems, so wie Gottschall das in drei Liedern parallel zu Poltawa von Puschkin präsentiert. Die Kaiserin ruft die Kosaken zum Kampf gegen den polnischen Adel und schickt die geweihten Messer, um die Polen und Juden abzuschlachten. Ein Pope redet Gonter, der, wie historisch belegt, im Dienst eines polnischen Magnaten ist, sich von diesem zu lösen und die Führung des Aufstands zu übernehmen. Sein Lohn dafür, das ist nicht historisch, er soll Hetman der Ukraine werden. Teil 2, die Heidemarken belagern Uman, polnisch, Uman, ukrainisch. Als Gonter kommt, öffnet man ihm die Tore, man hält ihn für einen Befreier und er muss nun seine beiden Knaben töten zum Auftakt eines gewaltigen Schlachtens. Warum? Weil sie von einer polnischen Mutter stammen, damit Polen sind, weil sie römisch-katholisch getauft wurden und weil Gonter geschworen hat, alle Polen zu töten. Das wird ihm zum Verhängnis. Der Mord an den eigenen Kindern bricht den Vater, der dann, wie sie von Schewtschenko kennen, die Leichen sucht, um sie zu begraben. Teil 3, das polnische Heer rückt an, Gonter irrt noch durch die Welt, geplagt von Horrorvisionen, die Kosaken unterliegen im Kampf mit den Polen. Gonter fällt in die Hand des Generals Balitzki. Folterung und Enthauptung deckt sich wieder mit dem historischen Befund. Gonter, ein tragisches Schicksal, jetzt sind wir bei der Gestaltung durch Gottschall. Als tragische Figur steht Gonter zwischen einer politischen Mission und seinem privaten, persönlichen Interessen, nicht wahr? Ein Leitmotiv zieht sich eine Zeile durch den Text, mich sendet mein Sohn die Kaiserin oder dann auch die Seele der Pope und so weiter. Also, die politische Mission bei Gottschall ganz deutlich, Katharina II. Steht hinter diesem Aufstand der ukrainischen Heidemarken gegen die Polen, damit man den polnischen Widerstand in diesen Gebieten, die übrigens 4 Jahre später bei der ersten Teilung Polens an Russland fallen, bricht. Dazu kommt das Argument des Glaubens, auch bekannt, die Polen sind Katholiken. Der Pope argumentiert also, erretten willst du die polnischen Herren, sie sind die sozialen Oberschichte, sie knechten die euren nahen Fern, Rechtgläubigen bieten sie Schimpf und Hohn, o Schütze, nicht stolze Ketzer. So, nicht wahr? 2 Motive, ein soziales und ein religiöses für den Aufstand der Heidemarken. Was typisch für Gottschall ist, eine Belohnung wird hier eingebaut, das Hetmanamt der Ukraine, von dem natürlich de facto nie die Rede war. Der Heidemarkenaufstand hat sich ja im polnischen Bereich nicht
rechts des Dnipro abgespielt, also westlich. Hätte man vom ganzen Kosakenland ein Herr der Steppen, dem Adler gleich, hochschwebend ob dem unendlichen Reich, hier wird eine große Ukraine konstruiert. Es kommt dann wiederum im Namen der Kaiser und der politischen Mission zum Mord an den eigenen Kindern. Ein Stoß mit zähneknirschender Wut, ein zweiter, das ist Polenblut und zugleich Kehrseite, das Zusammenbrechen des mordenden Vaters. Er schleudert den Speer an den Boden hin, mich segnet der Pope, die Kaiserin, hier wieder dieser Refrain. Und die Reue dann kommt das nicht, weil jetzt neigt er stumm das Haupt an die Wand. Geht man vom ganzen Kosakenland, diese Verheißung hat sich also eine sehr ambivalente erwiesen. Jetzt stürzt er verzweifelt zu Boden hin, dich segnet der Pope, die Kaiserin. Ein letztes Mal taucht dieses Leitmotiv auch auf, als Honta enthauptet wird. Es rollt das Haupt des Honta auf den Boden hin, dich segnet der Pope, die Kaiserin. Parallelen und Quellen. Natürlich denkt man, wenn man das Ding liest, an Schewtschenkos erstes, größtes Epos, die Heidamaki, nicht wahr? Die allerdings, und deshalb habe ich das darunter geschrieben, erst 1870 ins Deutsche übersetzt wurden, also dem Gottschalk, der nicht ukrainisch kannte, nicht zur Verfügung standen als Quelle. Aber trotzdem gibt es einige frappierende Parallelen, nicht wahr? Die kirchliche Einwirkung, nicht wahr? Popen, Klostervorsteher, die hier diesen Aufstand beflügeln, nicht weil die geweihten Messer. Die Kaiserin ist bei Schewtschenko zurückgenommen aufgrund der Zensur, nicht wahr? In der ersten Phase des Schewtschenkoschen Epos, die nicht bei dem Almanach Lastivka erschien, haben wir noch die Fußnoten, aus denen hervor, dass Honta eine polnische Frau hatte und daher seine beiden Knaben römisch-katholisch getauft haben. Die Tötung der beiden Knaben bei Schewtschenko, nicht wahr, Kulminationspunkt des Epos, nicht wahr, der Begriff Banket, nicht wahr, zweimal in Schewtschenkos Epos, für ein blutiges, gewaltiges Schlachten, das in ein chaotisches, wie auch immer, Feiern ausgeht. Es gibt natürlich eine andere Quelle, die Sie wahrscheinlich weniger kennen werden, denn der Michael Tschaikowski, auch die Polen haben ihren Tschaikowski, ist heute in der polnischen Literatur ebenso wenig bekannt oder fast so wenig bekannt wie Gottschalk in der deutschen, nicht wahr? Tschaikowski ist übrigens zum Islam konvertiert und hat unter dem Titel und Namen eines Sadik Pascha immerhin den Generalsaal in der türkischen Armee erreicht. Eine abenteuerliche Figur. Nebenbei hat er auch geschrieben und einer seiner Romane, Wernihora Wieszczukreński, Wernihora, der ukrainische Seher, hat eine große Karriere gemacht und dieser Roman wurde schon zweimal in den 1840er Jahren ins Deutsche übersetzt. Das bleibt eigentlich nur die Quelle, die Gottschalk gelesen haben kann. Gottschalk kannte weder Polnisch noch Ukrainisch noch Russisch. Und auch hier sind eindeutig Dinge, die wir bei Schewtschenko nicht finden, aber die wir bei Tschaikowski finden, bei Gottschalk wiederzufinden. Gonta, übrigens die Namensform G, auch eine polnische Namensform im Dienst des Fürsten Potocki, die Einnahme Romans durch Verrat, nicht wahr? Die Tötung der Knaben, jenes viel diskutierte Element, nicht wahr, auch in Schewtschenkos Poem. Auch übrigens Schewtschenko hat diese Szene, historisch nicht belegt, von Tschaikowski. Schewtschenko konnte, wie Sie wissen, sehr gut Polnisch, nicht wahr? Und das tragische Ende. Schewtschenko zeigt nicht das Ende Pontas, so wie wir es aus der Geschichte kennen. Tschaikowski in einer ungeheuerlichen Drastik, Folterung und Hinrichtung. Ja, interessant ist die Frage nach dem Warum. Warum greift Gottschall diesen Stoff auf? Und im Zusammenhang damit eine deutliche Akzentverschiebung zur polnischen Vorlage, nicht wahr? Tschaikowskis Roman hat andere Hauptfiguren. Nächst die Titelfigur Wernihora, der eine polnisch-ukrainische Verbrüderung propagiert, vergeblich in der Situation von 1768. Nevaba, einen jungen Ukrainer, der eine Liebesgeschichte mit einer Polin verwickelt ist und so weiter und so weiter. Gonta ist eine Nebenfigur und dieser Gonta wird zur Hauptfigur, so wie bei Schewtschenko übrigens, in Gottschalks Poem, nicht wahr? Naja, man kann das ein bisschen aus einem generellen
Interesse an der Ukraine in den 1840er Jahren erklären. Ich habe hier nur Mauritius ukrainische Lieder angeführt, Bodenschätz, die poetische Ukraine. Übrigens, in beiden dieser Liedersammlungen finden wir übersetzte epische Lieder, dumme. Aber in keiner von beiden finden wir den Honta Salesniak aus der ukrainischen Folklore. Jetzt zum Mazeppa. Ja, Sie wissen alle, Mazeppa hat eine Karriere gemacht in der europäischen Geschichte und in der europäischen Literatur wie keiner vor ihm. Voltaire, Byron, Hugo, Pushkin, dann ein Dutzend heute vergessener Deutscher, darunter auch Gottschalk mit seinem geschichtlichen Trauerspiel und last but not least die ukrainische Rezeption gegen Ende des 19. und massiv im 20. Jahrhundert. Also, das ist ein anderes Thema. Blickt man auf das geschichtliche Trauerspiel Gottschalks, Mazeppa in 5 Aufzügen, schon aus einer späteren Phase, dann ist hier ganz klar, die Handlung ist wesentlich nach Puschkins Poltava gestaltet. Poltava wurde sehr früh nach dem Tod Puschkins ins Deutsche übersetzt. Also um 1840 konnte man die wichtigsten der Poemata von Puschkin in deutscher Übersetzung lesen und da hat sich natürlich Gottschall bedient. Aber er kennt natürlich auch Byrons Mazeppa aus den Oriental Tales. Die wurden ja schon in den 1820er Jahren und dann noch zweimal ins Deutsche übersetzt. Und das zeigt sich, wenn man dieses monströse Drama Tragödie liest. Von Puschkin haben wir das berühmte Drei, das wir aus den ersten beiden Liedern kennen. Mazeppa, Matrona, Maria, der Puschkin, Iskra, falsch, der Vater Marias ist Kotschubä. Aus irgendeinem Grund hat den Gottschalk durch den Iskra ersetzt, jetzt auch in dieser ganzen Story. Die Geschichte ist auch zunächst einmal nach Puschkin. Maria Matrona ist zu ihrem geliebten Mazeppa geflohen, ihr Vater, der streng in eine Verbindung ist. Sie wissen, erstens ist der Mazeppa viel zu alt, er sollte der Vater, und zweitens ist er der Taufpate, und das ist unmöglich vom Standpunkt der orthodoxen Kirche in Bezug auf eine eheliche Verbindung. Also, der Vater will sich rächen, er denunziert Mazeppa beim Zahn, indem er die Wahrheit sagt, dass nämlich Mazeppa mit dem Schwedenkönig paktiert, nur glaubt ihm in Moskau niemand, er wird ausgeliefert und der Mazeppa muss den Vater, der Geliebten will, muss hinrichten lassen. Nun gibt es hier ein Ende, das völlig abweicht von Puschkin. Matrona rächt sich, vergiftet den bei Poltava geschlagenen Mazeppa. Byron ist auch da, die berühmte Geschichte vom unfreiwilligen Ritt Mazeppas, nicht wahr? Laut Byron, Mazeppa verführt am polnischen Hof die schönsten Damen, ein böser alter Ehemann kommt ihm auf die Schliche, lässt ihn gefangen nehmen, nackt auf ein wildes Pferd binden und laut Byron reitet dieses wilde Pferd in 3 Tagen und 3 Nächten von Warschau in die Ukraine und da beginnt dann die Auferstehung Mazeppas und seine neue Karriere im Rahmen eines bayerischen Poems. Und diese Vorgeschichte kommt im Drama vor, die erzählt Mazeppa mal. Historische Fehler. Nebenhandlungen, nicht von Mazeppa, den Tochter, die er hatte, nicht wahr, die ist mit einem Polen verliebt, in einem Polen, der Mittelsmann zwischen Karl dem 12. Übrigens, Karl der 12. kam in der ersten Fassung des Dramas vor, in der gedruckten nicht mehr, weil Gottschalk ein eigenes Drama über Karl den 12. geschrieben hat, und so weiter und so weiter. Wir können uns diese Geschichten eigentlich sparen. Wiederum interessant, Mazeppa so wie Gonta wird zum tragischen Helden gemacht. Nicht zum Bösewicht wie bei Puschkin, sondern echt tragischen Helden, der zwischen einer politischen Mission, verknüpft mit persönlichen Ambitionen, Herrscher, wenn möglich König über eine unabhängige Ukraine, und dem individuellen Glück, Liebe oder Nichtliebe mit dieser jungen Frau steht. Ja, das könnten wir ein bisschen mit Zitaten illustrieren, vielleicht noch 2, 3 Minuten. Mazeppa im Gespräch mit diesem absurden Namen Soldanski, nicht wahr, dem Gesandten Karl XII. Ich bin bereit, ihm, Karl, 20.000 Reiter zuzuführen und bis zum Don die Völker zu empören. Doch ist der Preis ein unabhängiges Reich vom Schutz der Russen wie der Polen frei.
Also eine Ukraine, die vom westlichen wie vom östlichen Nachbarn endlich emanzipiert wäre. Und dann wird dieses Reich der Steppe, wie das auch in einem anderen deutschen Drama aus jener Zeit benannt wird, skizziert. Die grüne Steppe, unser freies Reich, kennt keinen Herrn als uns. Und sollen wir nicht unserer großen Heimat würdig sein, was könnte mich, den alten Mazepa, reizen, alles dies ins Meer zu werfen und aus dem Hafen den Sturm zu steuern? Wäre es nicht ein großes Ziel, nach dem ich ringe, Umsturz des Alten, neues Maß der Dinge, ein freies Reich bis fern nach Asiens Zone und für den Würdigsten die Herrscherkrone? Keine Frage, dass der Würdigste Mazepa selbst ist. Ich gehe mal über die rechte Spalte hinweg und versuche ein bisschen dieses Drama zu deuten anhand von kritischen Stimmen, die man in der Sekundärliteratur zu lesen kann. Alfred Jensen, schwedischer Slavist, hat auch einen Aufsatz über Mazepa in der modernen europäischen Dichtung geschrieben und rechnet also deutlich ab mit Gottschalk. Dieses schreckliche Zufallsdrama macht auf die heutigen Leser beinahe einen grotesk-komischen Eindruck mit seiner lächerlichen Verkehrtheit. Wassil Lewinsky, Galizia, noch in Wien zum Teil tätig, deutsch publiziert, der Hetman Mazepa in der deutschen Literatur, ist ganz anderer Ansicht. Ein wirkliches, alles allen Anforderungen entsprechendes Trauerspiel voll Poesie und Schwung. Der erste Mann, der eine Monographie über Gottschalk verfasst hat, Moritz Brasch, schreibt: Mazepa gehört unzweifelhaft als dramatische Komposition, Schwung auf des Pathos und tragische Wirkung betrifft, zu den bedeutendsten der genannten Bühnendichtung. Naja, interessant ist ein Kommentar, den der Autor selber im Nachwort zu seinem Drama gibt. Dass der aufs Ross gebundene Mazepa nicht bloß die tatsächliche Vignette, sondern das ethische Symbol der Dichtung ist, das Symbol der wilden und blinden Leidenschaft, die ins Verderben stürzt. Also, Gottschalk plädiert nicht für eine historische, sondern für eine allegorische Lesart des Mazepa. Es geht nicht um die historische Richtigkeit, es geht darum, dass mit dieser Mazepa-Figur irgendetwas anderes symbolisiert werden soll. Erinnert übrigens, wenn Sie den Mazepa von Hugo kennen, da fängt diese Linie der Interpretation an. Ja, und dann ran schließt, und das ist für mich interessant, Mitrodon Zoff, den Kollegen unter Ihnen natürlich kennen werden, die ukrainischen Kollegen, nicht der später Apologet der ukrainischen Rechten. Auch Donzow hat sich mit literarischen, wie Sie wissen, Themen beschäftigt, in Literaturhistorischen, einen Aufsatz Mazepa in der Weltliteratur, der dann auch in ukrainischer Sprache erschienen ist, sogar ein Jahr früher. Generell äußert sich Donzow über die deutschen, heute vergessenen Mazepa-Bearbeitungen. Mit Intuition haben sie, trotz aller Fälschungen der russischen Historiker, in Mazepa den Kämpfer für dasselbe Ideal entdeckt, um dessen Willen man jetzt Millionen Westeuropas nach Osten warf. Situation des Ersten Weltkriegs 1918 schon vorbei, nicht wahr? Jetzt könnte an anderer Stelle, schreibt Donzow, im Ersten Weltkrieg könnte das revidiert werden, was 1709 schiefgelaufen ist. Die Verhältnisse in Ost-Mitteleuropa durch eine Besiegung und Zerschlagung des russischen Reiches könnten verändert werden. Interessant, dass Donzow bedeutend später ein wichtiges Werk des Nicola Machiavelli, Il Principe, ins Ukrainische unter dem Titel Volodar übersetzt hat. Und da lesen wir Jedina Prozhinov Sohoscha Jetsaje Tvorcha Lutska Volga. Die einzige Triebfeder alles dessen, was ist und wird, ist die kreative, die Schöpfer, der schöpferische menschliche Wille. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Mazepa, dann haben wir genau, jetzt in der rechten Spalte, diesen Willen in dieser Mazepa-Figur. Im Gespräch mit seiner Geliebten, deren Vater Mazepa nun opfern wird, auf dem Richtplatz sagt er, die Welt ist eine Beute. Kämpfen muss man, aufs Blut darum und seinen Feind vernichten. Fort, bleiche milde, törichtes Erbarmen, wirft er sich in meinen Weg, er muss beiseite fort. Ich muss ihn opfern. Nicht an der eigenen Schwäche will ich scheitern. Wie wenig wiegt ein Leben in der Waage des Weltgeschicks, wie wenig Tausende. Das ist schon mitverrechnet in dem Plan. Wer Reichen stiftet, Kronen raubt, der weiß, woraus sich das fast. Ja, das ist eigentlich ein bisschen zum einen der Wille zur Macht
von Nietzsche und zum anderen, das ist nicht wahr, jenes Ethos, das Machiavelli dem Principe, dem führenden Fürsten, zuspricht. Wenn einer Großes will, dann ist er erhaben über die Moral des Alltags. Donzow wiederum, ja. In den 30er Jahren, die ukrainischen Bestrebungen auf Unabhängigkeit sind gescheitert, die Suche nach dem starken Mann. Die Übersetzung von Machiavelli ins Ukrainische ist vielleicht ein kleiner Beitrag zur Suche nach dem starken Mann. Ich will nur nicht sagen, welche Ergebnisse die Suche nach dem starken Mann gebracht hat. Ja, Epilog. Sie alle kennen Fetkovich, größter ukrainischer Dichter der Bukowina. Aus irgendeinem Grund, vielleicht einem bestimmten, übersetzt 1870 Fetkovich dieses Mazepa-Drama vollständig ins Ukrainische. Es wird auch gedruckt, die erste Fetkovich-Ausgabe, nicht dort Pisani University Culture. Hier in Lviv 1902 im dritten Halbband finden wir Dramenübersetzungen Fetkovich, nicht nur. Ja. Stimmt's? Der typische von Ja, das kommt gleich, nächster Schritt. Also, es geht in Lviv nicht ohne Franco. Fetkovich hat wahrscheinlich den Gottschall übersetzt, weil er sich Protektion verhoffte. Gottschall war mächtig und einflussreich auf den Bühnen und in der Verlagsszene. Fetkovich hat auf Deutsch geschrieben, es wäre sehr günstig gewesen, hätte er auch Publikationsmöglichkeiten gab, nicht in den deutschen Journalistischen Zeitungen, sondern irgendwo in Breslau oder in Berlin. Das ist wahrscheinlich das Motiv, das hinter dieser Übersetzung steht, wie auch immer. Franco lässt, wie Sie hier schon gelesen haben, an dieser Übersetzung kein gutes Haar. Ich glaube, es verstehen alle von Ihnen Ukrainisch, oder ja. Sehr Tragödie, Zerbe, Zerchaitze, Nitschim, Imoch, Lazakim, Zerzikabi, die Fetkovich, Akiv, Adibschim, Germa, sehr das ukrainische Historie. Alle After, im Ezenavis, Eden, Fetkovich. Anine znaje dobre toj historii, anine zumit ist historično materiale, die kreut ist jak tak znosno dramatischen Stuku. Bezmirno dovke volakanje, bečere profesorske filosofovanje i povna impotencija tamte treba poprijaviti njakus dramatično akt. Ja, ein eindeutiges Kompliment. Nicht ganz so einfach ist es mit dem nächsten. Da sagen wir, seien wir mit alles, doch hodete, jakimi dżerele, wie kommst du überhaupt, ja, Gott, schalt, lass, wenn man sein will. Sama stuka ni wartata koi praci. Hodschas, sama pojava tragedie, na ukrainsko temu, v nemecke literaturi, zdejakih pohladiv, isa slugovalo, pitna uvarno. Die Frage nach den Quellen ist relativ leicht beantwortet, nicht wahr? Da ist Pushkin und da ist Byron. Andere Deutsche, die vor ihm geschrieben haben, keine Frage. Aber die interessante Frage ist wiederum, warum? Nicht nur, warum greift Deutschland genau auf den Mazepa zurück? Warum greift er auf den Mazepa zurück in einer Situation nach 1848, nicht wahr? Wo das Freiheitspathos, wo man Mazepa als Kämpfer für die Freiheit nicht mehr so brauchen kann, wie man ihn hätte vor 1848 instrumentalisieren können. Das ist eine interessante Frage, die hat Franco offenbar nicht gesehen, übergangen wie auch immer. Ein Grund vielleicht sich doch ein bisschen auch mit diesem Gottschall und seinem Interesse für die Ukraine auseinanderzusetzen. Ich habe Sie lang genug aufgehalten, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, wir danken Herr Professor sehr für Ihren interessanten Vortrag. Ob es Fragen gibt? Ja, ich möchte dann eine Frage stellen. Natürlich wurden diese Werke von den Zeitgenossen Gottschalls intensiv vielleicht gelesen. Mehr noch auf der Bühne gesehen. Ja. Ah ja, sogar auf der Bühne gesehen. Das hat einen großen Erfolg. Ja, und wie meinen Sie, welchen Einfluss hätten diese Werke auf die Zeitgenossen Gottschalls machen können? Naja, Gottschall galt als
zu Lebzeiten als guter Dramaturg. Das heißt also, quasi von der Machart, Haupt-Nebenhandlung, Peripetien, unmögliche Hin und Her, Gift und Liebe, das hat schon gewirkt. Also einen gewissen Sensationscharakter hatte das zweifellos, aber wie gesagt, für mich natürlich interessanter, das Interesse für die Ukraine und die Umwertung. Nicht? Auch dieser Mazeppa, der zwar als Machtmensch interpretiert wird, ist nicht der Mazeppa, den wir bei Puschkin haben. Er ist nicht der Verräter mit keinem Wort, nicht wahr? Sondern er will eine unabhängige Ukraine, will also hat ein gewisses nationales Anliegen, so wie auch dieser Ponta ein nationales Anliegen hatte. Das ist nicht das. Und haben die Zuschauer eigentlich diese handelnden Personen mit russischen oder ukrainischen Einwohnern identifiziert? Also haben Sie Ukraine und Russland irgendwie differenziert? Das kann ich jetzt, nicht dazu sagen, da müsste man Rezensionen lesen und so weiter. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, dass das war. Obwohl natürlich Kehrseite, wie gesagt, diese Ahnung, es gibt ein gewisses Interesse für die Ukraine im deutschen Raum und das zeigt sich auch dort, wo Autoren abgehen von vorgefassten russischen Meinungen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Ja, dann erteile ich das Wort Alina Lipisi-Witzka. Schön, und ihr Vortrag heißt Der imagologische Aspekt der künstlerischen Bildgestaltung in deutschsprachigen Werken von Olga Kobylanska. Ja, vielen Dank. Also ein Kunstwerk ohne Bilder wie eine Leinwand ohne Farben ist im vielschichtigen Raum der Literatur kaum denkbar. Bilder erscheinen vor uns in verschiedenen Gestalten, facettenreichen Figuren, indem sie die Gesellschaft der realen oder in der Realität erfundenen Welt idealisieren, in der der Autor lebte und schrieb. Literatur kennt keine vorgefertigten Bilder-Halbfabrikate, die wiederbelebt und dem Leser präsentiert werden können. Sie alle sind gedrechselt, aus den kleinsten Details geformt, auf Hochglanz poliert und jedes davon trägt seine eigene besondere Botschaft von dem, der schafft, zu dem, der wiedergibt. Aktuelle Probleme der Fremdheit leiten sich aus der Frage der Identität ab. Imagologie als Teildisziplin der Komparatistik ist eine wichtige Methode der Forschung von Fremden bzw. anderen und auch vom eigenen in der Literatur und Kultur. Jean-Paul Sartre argumentierte in seiner philosophischen Abhandlung, dass andere eine radikale Negation unserer Erfahrung sind. Andere sind der Gegenstand unseres Wissens, den wir nicht immer entdecken wollen und halten uns also fern davon, entfremden uns. Ein Hamburger Sozialwissenschaftler türkischer Herkunft, Yaşar Aydın, durchführte auch eine Forschung der Fremdheit und veröffentlichte diesbezüglich das Buch Topoi des Fremden. Er hebte eine Parallele zwischen Fremden, Fremdheit bzw. anderen Andersheit hervor und zwischen dem Ich. Einerseits sei Fremdheit der Ausdruck einer Nicht-Anerkennung der Andersartigkeit. Andererseits sei sie die Betonung einer vermeintlichen Nicht-Zugehörigkeit, die Ungerechtigkeit, Ausgrenzung hervorruft und in Feindschaft umkippt. Der Fremde ist immer der Andere, etwas anderes als ich. Umgekehrt ist der Andere nicht unbedingt der Fremde. Von Fremden ist zu sprechen, wenn die Andersheit des Anderen Irritation auslöst. Die Wissenschaftler weisen vier imagologische Konzepte an, unter denen, behaupte ich, gerade der kulturologische Ansatz des österreichischen Literaturwissenschaftlers Ernst Krabowski von zentraler Bedeutung für die Untersuchung des imagologischen Aspektes der künstlerischen Bildgestaltung ist. Das Konzept verbindet die Leistungen von Komparatisten, den Nachfolgern von Hugo Düsering, mit der kulturologischen Methode der Literaturwissenschaft. Im Unterschied zum Fremden, der in der Ferne bleibt, kommt uns der Mensch, der in unserer Kultur einwandert, etwa der Exilant, nahe. Dadurch wird er ein widersprüchliches Element der Gruppe selbst. Unabhängig von seinem jeweiligen Fremdheitsattribut, Kultur, Sprache, Geschlecht
Religion gehören Fremde genau deshalb zu einer Gruppe oder zu einer Kultur, weil sie scheinbar nicht dazu gehören. Ihre räumliche Positionierung schließt ein Außerhalb und ein Gegenüber mit ein. Ernst Grabowski verwendet Begriffe Image und Mirage für die Bezeichnung einer falschen, verzerrten oder stereotypen Vorstellung von jemandem, die sich in literarischen Texten manifestiert. Er unterscheidet zwischen statischen und dynamischen Imagen, das heißt Bildern, die über einen langen Zeitraum wirken oder in einem hybriden Raum entstehen. Deutschsprachige Frauenliteratur der Jahrhundertwende ist reich an Bildern der benachteiligten, aber unbeugsamen Frauen, die einen starken Willen und einen festen Charakter haben und jeden Tag für die Gleichberechtigung mit Männern kämpfen. Das sind die Bilder von Frauenfremden, die von der Gesellschaft abgeworfen sind. Man wirft ihnen vor, gegen die Moral verstoßen zu haben, obwohl die eigentlich einer der größten Werte des Lebens für sie ist. Die frühen deutschsprachigen Werke der bukowinischen Schriftstellerin Olga Kobylanska schaffen eine Grundlage für die Erforschung des Begriffes Fremd in Frauenbildern der Literatur der Jahrhundertwende. Das Bild einer fremden Frau, die von Natur aus über keine männlichen Züge eines Schöpfers und Herrschers verfügen kann, finden wir in Erzählungen Hortense, Schicksal oder Wille, sie hat geheiratet. Olga Kobylanska teilt dieses Bild in zwei Typen ein. Eine Frau Hausfrau und eine Frau Gelehrte, wobei letztere in der Welt, in der auch die Autorin lebte, als ein lästiges, störendes Element erklärt wird. Die Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts verglich die Frau mit einer zarten, reinen Blüte. Sie sollte einem Manne stets nachgeben, voller Sanftmut und Ergebenheit, Demut und Bescheidenheit sein. Eine unfreie Taube ihres Herrn. Damalige Frauen hatten nur ein Ziel, einen Mann zu finden und unter die Haube zu kommen. Sie waren alle gleich, alle leer, arm an geistigen Eigenschaften und höherer Anschauungsweise. Und eben ein solcher Lebensstil galt in den Zeiten davor als natürlich, wie die Hauptfigur der Novelle Sie hat geheiratet es an historischen Beispielen beschreibt. Wenn die Frau es wagte, ihren natürlichen Kreis zu verlassen, so wurde sie gleich ein fremdartiges Wesen des gesellschaftlichen Raums der goldenen Epoche. Ernst, stolz, belesen, gelehrt, mit eiserner Vernunft, weisen, freikämpfenden Ideen und schließlich unschön, unweiblich, blütenlos, ein Geschöpf ohne Seele, ohne Frauenherz, in welchem das Gefühl, Demut und Liebe längst erstorben sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang das Charakteristikum fremdartig und nicht einfach fremd. Das Werk Der Stachel des Fremden eines deutschen Philosophen Bernhard Waldenfels beschreibt die Parallele zwischen einem Fremden und einem Fremdartigen. Das Fremde wird nicht als etwas Ethnisches konkretisiert, sondern lebensweltlich und sozial als das gedacht, was die scheinbare natürliche Ordnung zerstört. Das Fremdartige, das die Grenzen bestimmter Ordnungen überschreitet, setzt eine bestimmte Form der Normalität voraus. Das heißt, es gibt ein Subjekt einer anderen Art, das sich absolut normal einem Milieu deswegen nicht einschreiben lässt, weil es nach dem Gesetz eines anderen Milieus lebt, das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Erfahrung des Letzteren noch nicht erkannt ist. Das Fremde wird als anormal, abweichend und deviant wahrgenommen, aber diese Wahrnehmung lebt immer in soziokulturellen Rahmen. Fremdheit von Individuen wird immer aus der Perspektive der dominanten Gruppe festgelegt, die für sich das Recht, die Grenzen zwischen normal, anormal oder gleichartig, andersartig zu bestimmen, in Anspruch nimmt. Nun werden die Hauptgestalten in den Erzählungen zu sogenannten fremdartigen Kreaturen, die in ihrer Welt voller kranker Ideen leben. Im Schluss werden sie doch erkannt und von sozialer Umgebung angenommen, aber sie selbst geben diese Annahme nicht zu. Sie sehen die Distanz zwischen dem Nahen und dem Fernen und verstehen, dass diese Distanz sich stets verändert, abhängig davon, in welche Richtung man sich bewegt. Und man bewegt sich jede Minute, da das Leben nicht stillsteht. Nähe und Distanz sind eigentlich zwei Momente räumlicher Verdichtung, die das Verhältnis von Menschen zueinander bestimmen. Der Fremde ist uns nah, insofern wir Gleichheit nationaler oder sozialer, berufsmäßiger oder allgemein menschlicher Art zwischen ihm und uns fühlen. Er ist uns fern, insofern wir diese Gleichheiten über ihn und uns hinausreichen und uns beide nur verbinden, weil sie überhaupt sehr viele verbinden.
Der Begriff der Fremdheit liegt jedem von uns unbeschreiblich nah. Jedes literarische Bild ist anderen Bildern fremd und öffnet sich gleichzeitig neu, da es sich in ihnen reflektiert. Als natürlich gilt nur das, was an sich selbst geschaffen wird. Doch die Bilder des Fremden, sie werden von einem bestimmten Subjekt der Gesellschaft und oder der Kultur geschaffen. Das Fremde ist jene Figur, erklärt Sigmund Freud, an der sich die kollektive Aggression einer sozialen Entität entlädt, einer überschaubaren vormodernen Gemeinschaft, aber auch einer abstrakten modernen Gesellschaft. Der Gedanke bleibt auch für die Bilder der postmodernen Literatur kennzeichnend. Nun, ich möchte meinen Vortrag mit folgenden Worten von Yashar Aydin abschließen. Der Fremde wird als, das Fremde darf fremd bleiben, aber die Eigenheit des Eigenen wird in Zweifel gezogen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken auch für den schönen Vortrag. Also, wenn es Fragen gibt, bitte schön. Sagen Sie bitte dann, mich würde eigentlich interessieren, was die Imagologie ist. Also ist es eine literaturwissenschaftliche Disziplin oder eine Disziplin, eine Grenzdisziplin? Wie würden Sie sie charakterisieren? Noch einmal den Gegenstand zum Beispiel. Ja, was untersucht die Disziplin? Danke. Es ist eine Teildisziplin der Komparatistik und sie untersucht die Lehre über das Fremde oder über das Andere, also in verschiedenen Stadien. Und die Komparativistik, das ist Literatur, eine literaturwissenschaftliche Disziplin. Okay. Na klar. Die ganze Art in der Schule ist immagologisch. Ja, in erster Linie. Jetzt hat er 1980er Jahre. Ja, in erster Linie. Forschen Sie die Verschiedenheiten, die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen. Alles klar. In der Linguistik gibt es auch eine Teildisziplin, Komparativistik. Deswegen frage ich, ob es einen Unterschied gibt. Literaturwissenschaft. Deswegen habe ich gefragt, ob es literaturwissenschaftlich ist. Ja, man vergleicht zum Beispiel die Nationen und sieht, dass eine andere Nation fremd für, also die zweite Nation ist für die erste fremd. Ja, alles klar, danke. Ich danke Ihnen sehr. Können Sie noch ein bisschen, ein paar Beispiele bringen von Kobyliansky? Wo ist diese Fremdheit jetzt? Sie haben ein einziges Beispiel jetzt aus den Texten von Kobyliansky, diese Fremdheit. Ja, ich habe diese Beispiele vorgelesen. Es gab die Zitate in meinem Vortrag. Aus welchem Text waren die? Aus welchem Novelle? Hortense, Schicksal oder Wille, und sie hat geheiratet. Also die Hauptfiguren dieser Texte, sie waren Fremde für die Gesellschaft jener Zeit. Ja, wenn Sie das kulturell jetzt meinen, ist das eine Fremde jetzt, Bukowina zur Wiener Gesellschaft oder die Bukowina zur Kiewer Situation? Die Fremdheit hat ja immer zwei Seiten, nicht wahr? Von welcher, haben Sie auch noch eine Terminologie gebracht, von welchem Bezugspunkt aus? Oder wenn Sie von der Imagologie ausgehen, das Bild des anderen ist eben entworfen im Verhältnis zum eigenen. Was ist jetzt hier die andere Seite der Fremdheit? Das würde mich interessieren. Also in Ihren Werken wird die, Sie haben recht, die Wiener Gesellschaft beschrieben. Das Gegenstück zur Schauerwerkzeichnung. Also es ist das Ende des 19. Jahrhunderts und die Gesetze jener Zeit, sie waren so, dass die Frauengesellschaft, es war eine Taube, eine schöne Frau, die nur den Mann heiraten sollte. Und die Hauptfiguren der frühen Werke von Olga Kobyliansky, das waren die Frauen, die andere Ziele hatten. Sie wollten Gelehrte sein, sie wollten arbeiten und keinen Mann heiraten. Also das war fremd.
Ja, die Schriftstellerin und ich, die Schriftstellerin verglich diese zwei Figuren und ich suchte nach diesem Vergleich, diesem Fremdhalten. Also, als nächster auf unserem Programm steht der Vortrag von Larissa Fedorenko zum Thema Repräsentation der Kunst in Thomas Melles Ode. Ist sie abwesend? Ja, dann. Und dann kommt Marta Mikitjuk mit dem Thema Ist Anekdote eine Lüge? Guten Tag, ich heiße Marta Mikitjuk, ich bin Aspirantin des zweiten Studienjahres an der Bologna Nationalen Wasserkrieg-Universität in der Stadt Lutz. Und vor zwei Jahren habe ich bei der Tagung Berichten über die Märchen. Jetzt habe ich meine Richtung ein bisschen geändert und sammle Anekdoten. Was ist eigentlich Lüge? Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache ist das die bewusst falsche Aussage zur Täuschung anderer. Deutscher Diktator Adolf Hitler hat einmal gesagt, wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Und mit der Anekdote ist eigentlich genau so, wer ganz oft Anekdoten erzählt, hat die Wahrheit immerhin gedacht. Wie schon früher erwähnt wurde, Anekdote aus dem griechischen Anekdoton bedeutet nicht bereit für Menschen im übertragenen Sinne nicht zur Veröffentlichung bestimmt, eine kurze, humorvolle Geschichte über eine historische Figur, ein Ereignis, ein Abenteuer, einen Fall oder Anekdote ist eigentlich mehr ein Witz. Zum ersten Mal wurde der Begriff Anekdote im Buch von byzantinischen Historiker des 6. Jahrhunderts Prokop von Caesarea verwendet. Er nannte Anekdoten die im Buch enthaltenen Geschichten, die von der Veröffentlichung des Buches im Gegensatz zu den offiziellen Chroniken mündlich verbreitet wurden. So wurde die erschienene Sammlung im Jahr 1470 eines Italieners, er hieß Bracciolini, Buch der Facetien vielfach nachgedruckt und in vielen Sprachen später übersetzt. Es gab eine Versammlung von der Geschichten über das Reale in der fiktionalen Geschichten und Klatsch. Als Beispiel nahmen wir eine Anekdote von dem Journalisten Cornelissen aus Belgien. Er hat einmal ganz ernsthaft, wie in einem wissenschaftlichen Bericht, eine Anekdote über die Entengier veröffentlicht. Und diese Geschichte ist ganz oft erwähnt, aber trotzdem, die habe ich zum ersten Mal gelesen. Ein Wissenschaftler hat eine Ente in kleine Stücke geschnitten und den anderen 19 Enten zum Frühstück gegeben. Trotz der offensichtlichen Unwahrheit und sogar Absurdität eines solchen Berichtes nahmen die Zeitungen diese amüsante Geschichte als reine Wahrheit auf und druckten sie auf ihren Seiten ab. Später, als die Essenz dieser Geschichte verstanden wurde, wurde das Wort Ente zu einem Symbol für Fiction von Journalisten. Falsche Informationen sind also eine sehr, sehr alte Sache. Und am Ende der 90er Jahre kam das Internet mit seiner einzigartigen Fähigkeit zur schnellen Regulierung. Vor allem, wenn diese Dauer in der Lage ist, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Nachdem die Monetarisierung von Websites begann, direkt von ihrer Wahrscheinlichkeit abzuhängen, erschien der Eigentümer und das Konzept der Fälschung. Das führte alles zur variablen Alterung und harmlosen Zeitungsenden. Manche Interviews sind voller Anekdoten. Menschen, die nicht oft über sich sprechen, teilen sich häufig in Anekdoten mit. Vielleicht um Beispiel zu bringen, vielleicht auch um sich selbst zu verteidigen oder vielleicht, weil sie erst dann zufrieden sind, wenn sie eine Anekdote, eine Geschichte mit einem wichtigen Sinn erzählen dürfen oder können. Witze wie Lügen sind meist leicht auszusprechen und Witze und Lügen sind auch sehr harmlos. Einige dienen sogar dem Zweck, dass sich der Zuhörer besser fühlt
und viele dienen dem Schutz. In den meisten Beziehungen wollen wir Vertrauen schenken und erhalten. Und deswegen in der Politik und im Krieg ist das ganz anders. In Beziehungen zum Beispiel, die durch Konkurrenz und Gegnerschaft gekennzeichnet sind, versuchen wir unseren Gegner zu lesen, um herauszufinden, bis zu welcher Grenze wir gehen können. Soziale Wahrnehmung und Täuschung werden zu Waffen. Wenn nur eine Partei bewusst ist, was für sie geht, handelt es sich um einen Schwindel. Wenn es beiden bewusst ist, arbeitet Spion gegen Spion. Wenn man ein Spiel daraus macht, ist es Poker. Unter all den genannten Bedingungen gilt, je größer die Fähigkeit, das Bewusstsein anderer zu lesen, desto größer auch die Fähigkeit zur Täuschung. Eigentlich wollte ich noch mehr dazu schreiben, aber da ich weiter diese verschiedenen Beispiele noch suche und sammle, würde ich mich freuen, falls jemand sowas findet, an meine Adresse schicken. Dann danke ich im Voraus. Ja, bitte schön Ihre Fragen, bitte. Na, vielleicht so eine kleine Anmerkung. Es ist mir immer aufgefallen, dieser semantische Unterschied zwischen eben, also ich weiß nicht, wie im Ukrainischen ist, aber im Russischen Anekdote ist fast ein Synonym für Witz. Wiederum ist das im Deutschen, in anderen europäischen Sprachen nicht nur das. Ne? Also, eine Anekdote kann witzig sein, aber eigentlich muss kein Witz sein. Das ist was, es gehört zur Kategorie der Memorabilia, so etwas, das so, also erinnerungswürdig ist. Ne? Also ich erzähle eine Geschichte, die repräsentativer ist, kann auch witzig sein, muss aber nicht sein. Haben Sie untersucht, wie es dazu kommt, also im slawischen Sprachraum, dass es eher diese. Das wäre interessant als Interpretationsvergleich. Ne? Wie kommt es dazu? Ich habe vor, in meiner Arbeit darzustellen, Anekdote, die eine kurze Geschichte mit dem Sinn ist. Und natürlich witzige Sprüche von Politikern oder Zitate sehr bekannten Leuten. Aber was wollte ich sagen zu diesem Thema? Natürlich sind, wie ich das vorstelle, das ist meistens witzige Geschichte auf ukrainischer Sprache. Aber nicht im europäischen Raum. Aber auf Deutsch habe ich schon viel recherchiert und deswegen mein Ziel ist, meinen dritten Teil der Arbeit so zu gestalten, damit dort nur literarische Werke sind mit politischem Sinn, zum Beispiel von Böll, von, ich habe vergessen den Namen, aber eigentlich nur in diesem dritten Teil werden solche Anekdoten, wie Sie gemeint haben, erscheinen. Aber sonst überall sammle ich diese witzigen Sprüche und witzige Zitate. So ist mein Plan. Ja, bitteschön. Gibt es sozusagen, das wäre die Arbeit, aber gibt es irgendwie einen hinterliegenden theoretischen oder methodischen Ansatz? Also weil nur die Sammlung von Material ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Ja, ich möchte in meinem zweiten Teil diese ganzen Methoden zu verwenden, die auch Anekdote aus verschiedenen Perspektiven betrachten, und zwar aus, also nicht wie ich das kenne, also nicht wie ich das weiß in Ukrainisch, sondern wie das zum Beispiel italienische Wissenschaftler betrachten. Komparative Textlinguistik. Ja, das habe ich gemacht. Also, danke schön. Danke für die Fragen. Ja. Ich bemühe mich weiter zu arbeiten. Ja, ich danke Ihnen sehr. Und als weiterer Vortrag steht bei uns auf der Liste
der Vortrag von Mariana Jaremko. Sie ist nicht da. Und ist Oksana Moll da? Ja. Also das Thema ihres Vortrags wäre ukrainische Translationskultur in der zweiten Hälfte des 19. am Anfang des 20. Jahrhunderts aus transnationalen Perspektiven. Sehr geehrte Damen und Herren, wie schon angekündigt wurde, spreche ich zum Thema ukrainische Transitionskultur in der zweiten Hälfte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts aus transnationaler Perspektive. Also warum genau der Zeitraum? Also das werde ich jetzt erklären. Also in meiner Dissertation beschäftige ich mich mit dem deutschsprachigen Nachlass von Ivan Franko. Naja, und wenn wir seine Lebensdaten nehmen, 1856 bis 1916, dann ist es genau der angegebene Zeitraum. Also meine Studie generell, die beruht auf dem, also die geht in den Bereich der Soziologie der Translationswissenschaft und beruht zum Teil auf den Arbeiten von Pierre Bourdieu, von einem der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, also in seiner Feldtheorie, in seinen drei Hauptbegriffen Feld, Kapital und Habitus, und der hat seinerzeit ein Modell entwickelt, was seiner Erachtens gut, also bei der Literaturwissenschaft funktioniert. Ich habe dieses Modell dann dementsprechend auf die Translationswissenschaft übertragen. Dieses Modell hat drei Komponenten, also die erste Etappe, das ist die Analyse des Feldes in seinen Wechselbeziehungen mit den anderen Feldern. Dann, also auf der zweiten Ebene, kommt es zu der Analyse der inneren Gesetze und Transformationen des Feldes, und letztendlich befasst man sich dann mit dem Habitus des Agenten, wie er ihn nennt, und Habitus wird dann verstanden als Gesamtheit von Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsmuster. Also im Titel von meinem Vortrag steckt noch der Name Translationskultur. Was ist eigentlich Translationskultur? Darauf werde ich jetzt dann bei der nächsten Folie eingehen. Ich gehe dann noch von einer Hypothese oder von einer These von dem deutschen Literaturwissenschaftler Apel, der behauptet, übersetzerische Entscheidungen sind nicht zufällig, sondern sie werden von erlernten und in einer Kultur allgemein akzeptierten Normen gesteuert. Genau, und für diese eben Normen, ja, also für dieses gesellschaftliche Konstrukt, was zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert, wird dann der Begriff eingeführt, also den hat der österreichische Translationswissenschaftler Erich Brunsch eingeführt, Translationskultur. Unter der Translationskultur versteht er ein gesellschaftliches Konstrukt, das als relativ selbstständige Subkultur in den jeweiligen kulturellen Rahmen eingebettet ist. Sie spiegelt zum jeweils aktuellen Zeitpunkt und im jeweils gegebenen Interaktionsraum den gesellschaftlichen Konsens und Dissens über zulässige, empfohlene und obligatorische Formen von Translation wider. Im Grunde genommen, ja, also gehören zu der Translationskultur Normen, Konventionen, Erwartungen, Wertevorstellungen oder habitualisierte Verhalten. Was beeinflusst eigentlich die Entwicklung der Translationskultur? Also ich habe da so ein bisschen gemalt und habe für mich so ein Schema zusammengestellt. Also wir sehen hier im Mittelpunkt Geld, das ist der Übersetzer, so ein bisschen Geld und ein bisschen Vermögen, das ist sein Kapital. Kapital muss nicht nur Geld sein, das kann auch, es gibt auch andere Arten des Kapitals. Dann haben wir mitten im Feld in diesem Kreis die Leserschaft und aber auch die Übersetzungsgemeinschaft, die Kolleginnen und Kollegen. Das alles macht das Übersetzungsfeld aus
Und das Übersetzungsfeld ist natürlich in das Literaturfeld eingeklebt. Und auf dieses Literaturfeld, aber es kann auch sein, dass direkt auf Übersetzungsfeld, jetzt falsch gesagt, also dieses Übersetzungsfeld und dieses Literaturfeld beeinflussen dann noch weitere Faktoren. Also der Einfluss kann direkt sein, das heißt das Übersetzungsfeld wird direkt beeinflusst oder durch den Einfluss auf das Literaturfeld oder auf das literarische Feld. Was können das für Einflüsse sein? Das kann zum Beispiel Politik sein, ganz banal. Also wenn wir im Lande die Zensur einführen, ja, also dann haben wir dann schon Einfluss auf die Translationskultur. Und das war im ukrainischen Kontext in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besonders wichtig. Ja, also wir kennen die ganzen Vorschriften und Erlässe, die Entwicklung der ukrainischen Literatur stark verhindert haben. Wirtschaftlich, das ist auch ganz einfach, ja, also wer finanziert meine Übersetzung? Gibt es Institutionen, die das finanzieren können? Soll ich das aus meiner eigenen Tasche finanzieren? Wenn ich das aus meiner eigenen Tasche finanziere, dann muss ich nebenbei was machen. Das sehen wir auch bei Francois ganz eindeutig. Er hat ja nicht nur als Übersetzer gearbeitet, er hat auch Texte selbst geschrieben und er hat auch als Journalist gearbeitet. Und diese journalistische Tätigkeit, das war vor allem das, was ihm Geld gebracht hat. Und aus dieser journalistischen Arbeit, aus diesem Geld, hat er dann seine Übersetzungen zum Teil selbst finanziert. Es gibt Erinnerungen von seiner Frau, die sich dann beschwert, also dass es in der Familie kein Geld gibt, weil Francois das ganze Geld für die Übersetzungen oder für die weiteren Werke ausgibt. Es können aber auch andere literarische oder Übersetzungsfelder sein. Wenn wir an die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts denken, dann ist es natürlich die Zeit der Romantik, die vor allem aus dem deutschsprachigen Raum kommt und wie eigentlich die Romantik die Entwicklung des Übersetzungsfeldes und des Literaturfeldes beeinflusst hat. Also darauf werde ich dann noch kurz eingehen. Ich habe hier noch, ich habe hier dann noch zwei. Also diese Kreise hier, also die sind nicht umsonst unterschiedlich. Also wir haben hier, also einmal ist das Übersetzungsfeld klein, etwas größer und einmal ist das Übersetzungsfeld etwas kleiner. Also womit hängt das eigentlich zusammen? Also hier kommt noch eine weitere Theorie ins Spiel und eben die Polysystemtheorie von Evan Socher, der sagt, also wenn die Literatur, also neue Muster, neue Ideen, neue Formen, in sich aufnimmt, dann wird natürlich das Übersetzungsfeld im Mittelpunkt stehen. Also in gut entwickelten Literaturen, wo die Übersetzungen eher nicht so eine wichtige Rolle spielen, dann steht dieses Übersetzungsfeld irgendwo in der Peripherie. Wenn wir von dem ukrainischen Kontext in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprechen, dann natürlich wäre eigentlich eher so eine Situation vorstellen oder sogar hier, also der Kreis ist dann richtig groß. Gut, also Translationskulturen anderer Gemeinschaften als ukrainische, also ich habe für mich vier Kulturen und vier Übersetzungsfelder ausgesondert, die potenziell die ukrainische Translationskultur beeinflussen konnten. Und das ist, also als erste, das ist die deutsche Translationskultur, aus zwei Gründen. Romantik und der Einfluss der Romantik auf die Entwicklung der ukrainischen Literatur und deutsche Sprache, vor allem in Österreich, Ungarn als Staatssprache plus deutsche Sprache als Vermittlungssprache für viele Übersetzerinnen und Übersetzer, die zum Beispiel, naja, so ganz banal, also Kulisch-Übersetzungen aus Shakespeare wurden über Schlegel-Übersetzungen gemacht. Genau, typische Eigenschaften der deutschen Translationskultur, also ich werde das nur stichwortartig machen, also wir haben hier, naja, sehr wichtig ist natürlich die Romantik und von der deutschen Seite kommt dann sehr viel Kritik an die französische Translationskultur, vor allem deswegen, weil die Franzosen dazu tendieren, die Dichtung in Prosa zu übersetzen. Und diese, also die Entwicklung der deutschen Translationskultur, also die
also stagniert dann mit Ende oder mit dem, nicht mit Ende der Romantik, ja, aber wenn Romantik schwächer wird und dann bis zum Beginn der Moderne. Deutsche Translationskultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beruht natürlich auf den Ideen von Herder, der sagt, zu übertragen sind die wahren unterscheidenden Züge der Ausdruck und der Farbton des fremden Originals. Goethe, der sagt, die höchste Stufe der Übersetzung, das ist die Übersetzung, die dem Original identisch ist. Humboldt, der sagt, übersetzen bedeutet den nicht sprachkundigen, sonst unbekannt bleibenden Formen der Kunst und der Menschheit zuführen. Schlegel, die Kunst oder poetische Dolmetschung ist erst ganz neuerdings erfunden worden, und zwar war dies der deutschen Treue und Beharrlichkeit vorbehalten. Und das ist eigentlich auch der Schlegel, der sagt, treu bedeutet nicht unbedingt dörflich. Ja, und Schleiermacher, ja, also mit seiner Idee der verfremdenden Übersetzung, und diese verfremdende Übersetzung positioniert er eben als eine Annäherung. Das hier alles gehört natürlich zu der Klassik, ja, aber nicht zu vergessen ist, dass es in Deutschland von damals noch die sogenannten Übersetzungsfabriken gab. Und das waren tatsächlich, das waren sehr, von Qualität her nicht besonders gute Übersetzungen. Also hat alles wirklich nach Fließbandprinzip funktioniert. Und natürlich kann diese Literatur, ich kann mir nicht vorstellen, dass Franco also irgendwie mit der Literatur arbeitet, wenn er diese Literatur als Vermittlungsliteratur nimmt. Also natürlich werden vor allem Klassiker. Genau. Neben der deutschen Translationskultur könnte auch russische Translationskultur diejenige sein, die die ukrainische Translationskultur beeinflusst hat. Wiederum aus zwei Gründen. Also ein großer Teil der Ukraine ist ein Teil von dem russischen Kaiserreich und naja, russische Sprache ist sozusagen die Amtssprache. Im Vergleich zu der ukrainischen Translationskultur hatte die russische Translationskultur eine Unterstützung, eine Finanzierung. Also es gab zu den Zeiten von dem Peter der Großen oder von den Zeiten von Katharina der Zweiten sogar Institutionen, die sich damit beschäftigt haben und die Übersetzungen finanziert haben. Was aber ähnlich war, das war der Prozess der Etablierung der ukrainischen Sprache, der russischen Sprache. Und das hatten wir in der Ukraine auch, diese Diskussionen, welche Grundlagen soll es geben, also diese Diskussion zwischen Franco und Hrinchenko, wie sollen wir schreiben, welche Sprache ist die korrekte Sprache und so weiter und so fort. Und für die Russen gilt als Vorbild eben die französische Literatur, die wird, also aus dem Französischen wird viel übersetzt und sehr viel wird auch über das Französische übersetzt. Und was am Anfang toleriert wurde, später aber nicht, dass die Übersetzungen aus dem Nicht-Original mit der Zeit wenig beliebter werden. Und also sehr gut verkörpert diese Idee der russischen Translationskultur die These oder das Zitat von Zhukovsky, also der sagt, die angenehmste Übersetzung ist die treueste. Also er behauptet, für die Harmonie kann man die Treue opfern, und im russischen Sprachraum wird dann sehr aktiv im Vergleich zu dem deutschen, zu dem deutschsprachigen Raum Domestikation verwendet. Und die wörtliche Übersetzung also hat sich eigentlich eher nicht entwickelt. Also man kann noch zwei Beispiele, das waren Pet und Wiesemski nennen, ansonsten nicht. Genau, zwei weitere, das ist vor allem dann mit dem Realismus in der Literatur verbunden, Frankreich und England, ja, so. Also in Frankreich, genauso wie in Russland, ist dann die Domestikation also dominant, ausgenommen die Zeit, wo wieder der Einfluss an der deutschen Verfremdungsstrategie so wichtig war, aber das war eher eine kurze Phase, im Grunde genommen tendiert französische Translationskultur zu der Domestikation. Ja, und in England, also genau also auch unter dem Einfluss der deutschen Romantik orientiert man sich vor allem auf einen intellektuellen Leser. Man tendiert auch zu der Archaisierung der Sprache. Das ist übrigens das, was wir auch zum Beispiel bei Coolidge finden. Und Longfellow, das war derjenige, der dann gesagt hat, Aufgabe des Übersetzers, das vom Autor ist es, das
vom Autor Gesagte zu übertragen und nicht zu erklären, was er dachte. Und erst am Ende des 19. Jahrhunderts kommt es dann im englischsprachigen Raum zu, oder in England zu der Intensivierung der Übersetzungstätigkeit. Da wird Französisch sehr wichtig und damit kommt auch die Domestikation als Strategie ins Spiel. Also das alles, also also jetzt haben wir so einen kurzen Überblick bekommen und jetzt möchte ich, indem ich jetzt diese fremden Einflüsse berücksichtige und das, was ich am Anfang angesprochen habe, ja, so politische, wirtschaftliche Einflüsse, also ein paar Verallgemeinerungen dazu machen, wie die Translationskultur in der Ukraine zu dem genannten Zeitraum war. Also das Erste, so natürlich war die ukrainische Translationskultur unter dem Einfluss der westlichen Translationskulturen und das führte zu dem Durchdringen gewisser Übersetzungstraditionen. Ich habe heute schon mehrmals Kulisch erwähnt, ja, also Kulisch als ein großer Anhänger der Romantik, also der sehr aktiv auch mit der Sprache spielt, der Aktualisierung mit ins Spiel, also der sehr auf die Form des Textes achtet, der, bei dem diese Prinzipien der Äquivalenzität und so weiter und so fort eine sehr wichtige Rolle spielen. Was ist natürlich noch für die ukrainische Translationskultur charakteristisch? Es gibt keine staatliche Unterstützung. Es gibt grundsätzlich keinen ukrainischen Staat. Ja? Im Gegenteil, okay, also die Zensur in Österreich-Ungarn war eher so lockerer, ja, so im russischen Kaiserreich dagegen nicht. Zentralisierte Einrichtungen gibt es auch nicht, ja, die dann irgendwie Vorschläge machen, was man übersetzen kann und was man veröffentlichen kann. Das gibt es alles nicht. Deswegen geht man bei der Textauswahl so vor. Also entweder man hat einen utilitaristischen Zweck vor sich oder man orientiert sich auf die Mode. Sehr selten sind es eigentlich persönliche Vorliebe. Es wird, also man kann nicht sagen, dass zu den Zeiten von Ensker Erlass oder von Valujev Zirkular nichts veröffentlicht wurde. Das stimmt natürlich nicht. Es wurden viele Sachen veröffentlicht, aber sehr wenige von diesen Sachen hatten einen Wert. Ja, also meistens wurde das veröffentlicht, was keinen Wert hatte. Damit wollte man sagen, okay, also diese Literatur ist ja sowieso nichts wert. Deswegen, also da war natürlich sehr wichtig die Rolle von Galizien, die damals zu so einem, naja, so halt Publikationszentrum geworden ist. Naja, was bedeutet Fällen? Also natürlich mit der Finanzierung ist es auch schwierig. Ja, also Fällen der Finanzierung führt dazu, dass die Auflagen meistens klein sind und vor allem kurze Texte übersetzt werden. Romane ganz, ganz selten. Noch eine interessante Sache, also darauf macht zum Beispiel der amerikanische Literaturwissenschaftler ukrainischer Herkunft Hrabowitsch aufmerksam. Wenn wir uns anschauen, also das erste Werk der neuen ukrainischen Literatur, das ist Inaida von Kotlarewski, an sich ist es eine Übersetzung, ja, also eine Travestie, eine Übersetzung. Also warum später wurde Kotlarewski oder auch Holak Artemovsky, der danach kam, also sie wurden kritisiert für diese Travestie. Aber Hrabowitsch und seine These besteht darin, dass ohne diese Travestie hätte es dann nicht zum Beispiel Schewtschenko gegeben, weil diese Travestie, die war an sich ein Differenzierungsinstrument unter Umständen des Koloniestatus. Man hat mit Absicht nach Travestie gegriffen, um zu zeigen, wir sind anders. Wir haben andere Vorlieben, uns interessiert andere Literatur. Ja, und wer war der Leser der ukrainischen Literatur? War das der Bauer, der, naja, die Mehrheit der Bauer, die waren ja nicht lese- und schreibfähig. Also da musste man auch balancieren und diese Orientierung auf breite Bevölkerungsmassen und der Bedarf, westeuropäische Literaturen nachzuholen, indem man Grundlagen für dessen Wahrnehmung schafft, das alles führte dazu, dass am Anfang freie Übersetzung dominiert hat. Einfache Sprache, Domestikation, Verstoß gegen das Prinzip der Äquivalenzität.
wie Linearität und so weiter und so fort. Nachdichtungen werden sehr gerne toleriert. Ja, also wir haben das, was ich schon erwähnt habe, wir haben auch eine Sprachdiskussion. Also in welche Sprache sollen wir übersetzen? Werden die Übersetzungen von Francois im Osten oder in der Zentralukraine gelesen und verstanden? Also das war auch so ein Thema. Aber man soll das alles also mit der Bildung nicht schwarz sehen. Ja? Also die Bildung in den Massen steigt kontinuierlich. Und das führt dazu, dass sich auch der Akzent dann verschiebt. Von der freien Übersetzung zu der treuen Übersetzung. Aber man kann nicht sagen, dass die treue Übersetzung die freie Übersetzung komplett eliminiert. Nein, also diese beiden Traditionen, die existieren eine gewisse Zeit lang parallel. Und darauf weist zum Beispiel also der Literaturwissenschaftler, der Translationswissenschaftler Koronetz. Ja, also welche Rolle hat der Übersetzer in dieser ganzen Geschichte? Der ist eigentlich Kulturträger. Er muss seine eigenen Vorlieben und seine eigenen Emotionen zugunsten der utilitaristischen Zwecke opfern. Und das ist das, was dann später Lesya Ukrainka sehr stark kritisiert. Also die dann sagt, also wir können uns nicht nur auf utilitaristischen Zwecke orientieren. Wir brauchen, sie hat das irgendwie sehr schön formuliert, sie hat dann gesagt, wir müssen unserer Nation die Vernunft zurück. Genau. Das wäre jetzt von meiner Seite alles. Vielen Dank für das Zuhören. Also ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Es ist natürlich sehr viel noch in die Hand. Ja, wir danken auch Ihnen für diesen inhaltsreichen Vortrag. Ob es Fragen gibt, bitte schön. Ja, wenn ich darf, vielleicht zwei Fragen. Also zum einen würde mich Ihre Quellen interessieren. Also sind das gewissermaßen wirklich Äußerungen dazu, sind vor allem programmatische Äußerungen ausgegeben, das hat man sich das vorstellen, gab es eine Diskussion unter Übersetzern auch dazu, also, oder gibt es selbst Äußerungen lieblicher Art oder was auch immer. Und das zweite ist, wo Bourdieu am Ende bleibt. Also das war am Anfang sehr interessant. Wo finde ich jetzt beispielsweise den Habitus? Weil ich falls deswegen, ich kenne jetzt Bourdieu aus der Perspektive, wenn es um soziale Ungleichheit geht, gerade den Begriff des Habitus, kommen dann bei ihm vielleicht individuelle Figuren vor, die einen bestimmten Habitus ausbilden? Wenn es ein Bourdieu ist, ist es auch eine Person, die einen Habitus. Das ist der Francois, also der kommt später. Also hier habe ich wirklich. Also diese beiden Fragen. Ja, also ich beginne vielleicht mit der letzten Frage. Also das hier gilt eigentlich für die ganze Dissertation. Also ich habe hier nur ein kleines Stück präsentiert und das bewegt sich vor allem hier zwischen diesen zwei. Also das Feld in seine Wechselbeziehung mit anderen Feldern und das Feld und seine inneren Gesetze. Und das mit Habitus, das ist eigentlich der dritte Teil der Arbeit, worauf ich hier nicht eingehe. Das ist, genau. Zu der ersten Frage, ja, die Quellen. Also die Quellen, also wenn wir zum Beispiel, also das, was ich erwähnt habe, diese Sprachdiskussion, die war ja öffentlich. Also das waren also in Zeitungen, Zeitschriften, Kommentare von Francois, von Vincenzo und auch von den weiteren, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Also diese Aussage zum Beispiel von Lesya Ukrainka, also wenn ich mich nicht irre, das kommt auch, also wenn nicht aus einem Brief, dann aus irgendeinem Text von ihr. Also sind meistens Texte von Zeitgenossen, also vor allem Schriftsteller, weil sie damals in der Rolle waren, wo sie alles kombinieren mussten, irgendwie gesellschaftlicher Täter, so ein bisschen wie Francois Politiker, Schriftsteller, Übersetzer. Ja, sowas geht vielleicht hier, genau. Naja, das hier, das ist der geschichtliche Hintergrund. Ja, also man weiß, also den Staat gibt es nicht, Geld gibt es auch nicht, Institutionen gibt es jetzt auch nicht unbedingt. Zu der Zensur, das haben zum Beispiel, das finden wir auch bei Francois, also diese These darüber, dass nur, sozusagen, dass nur der Schrott veröffentlicht wurde, das kommt von Francois. Also er sieht also in der Tätigkeit von Zensur, also diese klare Ausrichtung. Es wird veröffentlicht, es wird publiziert, aber das, was publiziert wird, ist eher
nicht so wertvoll. Das ändert sich natürlich bis Ende des 19. Jahrhunderts, also das wird so ein bisschen lockerer. Aber am Anfang hat man nur das, also eigentlich das zugelassen, was nicht so wertvoll war. Zudem hier, ich habe gesagt, also hier zitiere ich eigentlich Hrabowitsch mit seiner These, dass diese Travestie sozusagen ein Instrument war, um sich von der russischen Translationskultur dann zu distanzieren. Diese Geschichte mit den Lesern, also das finden wir auch bei Hrinchenko, und das war auch, also das finden wir auch sehr viel bei Franco, also für wen soll man übersetzen? Und Hrinchenko, also er behauptet eigentlich, dass man so zum Beispiel die breiten Massen, dass man sie ein bisschen unterschätzt. Weil er berichtet selbst von seiner eigenen Erfahrung, wo er dann in die einzelnen Dörfer gekommen ist und wo er den Leuten vorgelesen hat. Und das eigentlich kam gut an. Und die Leute haben es, er hat glaube ich Faust, also wenn ich mich jetzt nicht irre, Faust vorgelesen. Und er meinte, ja, die Leute haben dann angefangen zu diskutieren und sie haben sich irgendwie in diese Rolle versetzt. Also es hat schon eine Wirkung. Also wie gesagt, also die meisten Sachen, das sind dann tatsächlich, also entweder der Briefnachlass oder einfach Artikel in Zeitungen und Zeitschriften oder einfach so publizistische und journalistische Texte. Noch eine Frage, bitte. Vielen Dank für den Vortrag, das war sehr interessant. Ich fand den Begriff des literarischen Feldes überzeugend, also methodisch, also wurde mich auch, also jetzt was Poder angeht, also es leuchtet mir ein, dass das auch für die Beschreibung des ukrainischen literarischen Feldes interessante Ergebnisse daraus hervorgehen könnten. Also wenn Sie also vielleicht eine kritische Anmerkung erlauben, es ist ein Thema von extremer Komplexität, vor allem also von einen extrem breiten Horizont, vor allem wenn Sie die ukrainische Übersetzungskultur mit der westeuropäischen Kultur vergleichen. Ich versuche das daraus zu erklären, was ich denke. Also zum Beispiel, Sie haben das erwähnt, Übersetzungen spielen eine, oder bei Literaturen in der Konsolidierungsphase, in der Etablierungsphase, spielen eine größere Rolle als bei Literaturen, die schon einen Höhepunkt, sagen wir mal so, erreicht haben. Also ich würde sagen, dass es zum Beispiel auch für konsolidierte Literaturen die Übersetzungen immer eine große Rolle spielen, denn ich denke, dass ohne Übersetzungen ist Literaturgeschichte gar nicht zu denken. Also wenn Sie zum Beispiel an die Schlegel-Übersetzungen von Shakespeare denken, an den Einfluss auf die deutsche Literatur, es ist kaum wegzudenken, die deutsche Literatur ohne diese Übersetzung. Und es ist auch so, dass Literatur mit einer Übersetzung, also auch die römische, die lateinische Literatur beginnt mit Übersetzung. Also ich glaube, das ist gar nicht so wahr, dass Literaturen so nur in der Etablierungsphase eine Rolle spielen. Also Ja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Fall, ich habe das ein bisschen verallgemeinert. Das ist eigentlich die These von Evan Socher in seiner Polysystem-Theorie. Also das, was wir jetzt haben, ist ja nicht konstant. Also es kann sich ändern. Also wenn man merkt, dass es Ideen gibt, also die irgendwie aus einem anderen Land oder aus einer anderen Kultur kommen und die interessant sind, also dann kann sich natürlich die Konstellation verändern. Also das bleibt ja nicht konstant. Das heißt ja nicht, also wenn zum Beispiel, also jetzt kann man von einer etablierten ukrainischen Kultur sprechen, man kann ja nicht sagen, dass die Übersetzungen unrelevant sind. Aber sie haben natürlich, also sie sind immer noch bedeutend, aber die Frage ist, sind sie jetzt tatsächlich zentral für die ukrainische Literatur oder sind sie doch so ein bisschen in der Peripherie? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanken wir uns für Ihren Vortrag. Und wir haben leider keine Zeit mehr. Oh, ich habe zu lange geschrieben. Ja, also 2 Minuten Zeit. Vielleicht könnten wir feststellen, wie viele Referate sind denn noch zu halten? Ja,